Okay, erst dachte ich, das ist total bescheuert. Dann dachte ich, was für ein Drama. Und dann stellte sich heraus, dass es alles total interessant ist. Und jetzt gibt es ein Video dazu. Fangen wir an mit dieser Schlagzeile. Von Meghan Markle bis Kim Kardashian. Welche Promis haben die vertrauenswürdigsten Gesichter? Und zwar nicht anhand von Umfragen, sondern laut eines Computeralgorithmus. Turns out, Kim Kardashian hat mit einem Score von 92% das vertrauenswürdigste Gesicht. The Sun, ein britisches Boulevardblatt. Da steht öfter mal Unsinn drin. Vor allem, was sind diese 92% überhaupt und was sind 100%? Aber die Wissenschaftler, die hier zitiert werden, die haben tatsächlich ganz frisch eine Studie veröffentlicht, die sich tatsächlich um ein Machine Learning Vertrauenswürdigkeitometer dreht. Und Junge, Junge, war das ein Drama in meiner Science-Nerd-Twitter-Bubble. Nachdem der Chefwissenschaftler dieser Studie die Ergebnisse in einem Twitter-Thread vorstellte, gab es so viele negative Reaktionen, dass er seinen Twitter-Account zwischenzeitlich gelöscht hatte. Was genau an dieser Studie so problematisch war und was unser Gesicht über unsere Vertrauenswürdigkeit verrät, das klären wir jetzt. Holt euch einen Tee, macht es euch gemütlich, wir steigen durch. Schauen wir doch mal etwas genauer auf dieses Science-Twitter-Drama. Womit hatten so viele Leute ein Problem? Naja, viele warfen den Wissenschaftlern vor, mit ihrem Algorithmus Phrenologie zu betreiben. Nein, und kein seriöser Wissenschaftler möchte sich Phrenologie vorwerfen lassen. Oh nein! Was ist Phrenologie? Was ist Phrenologie? Springen wir mal kurz in der Geschichte zu den Anfängen der modernen Neurologie. Während heute klar ist, dass das Gehirn der Ort unseres Bewusstseins, unserer Fähigkeiten, unserer Eigenschaften ist, hatte man im 18. Jahrhundert nur eine sehr vage Vorstellung davon. Man hat zum Beispiel beobachtet, dass bestimmte Verletzungen am Hinterkopf dazu führen können, dass die Menschen erblinden, obwohl die Augen an sich noch völlig in Ordnung waren. Und solche Dinge ließen die Ärzte damals vermuten, dass das Gehirn eben Ort von Sinnen und Persönlichkeit ist und dass bestimmte Hirnregionen für bestimmte Funktionen zuständig sind. Der Arzt Franz Josef Gall befasste sich besonders intensiv damit. Fun Fact: Gall stammt aus der Nähe von Pforzheim, genau wie unser neues MyLab-Mitglied Jens. Gall ordnete verschiedenen Hirnregionen verschiedene Persönlichkeitseigenschaften zu, von Mut bis zu Farbensinn. Solche Darstellungen habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Und das ist sehr spannend, denn damals gab es ja noch gar keine modernen Methoden wie MRT oder CT-Scans, um Gehirne zu untersuchen. Wie hat Gall also diese verschiedenen Regionen ermittelt? Mit einer Methode, die heute auch noch sehr häufig verwendet wird, nämlich sich Sachen einfach ausdenken. Okay, das war jetzt ein bisschen fies, weil übertrieben, aber er hätte es sich genauso gut einfach ausdenken können. Und zwar, Gall kam auf seine Theorie, indem er die Schädelformen ganz vieler verschiedener Menschen untersuchte, um diese dann mit deren Persönlichkeitseigenschaften zu verbinden. Zum Beispiel war er davon überzeugt, dass witzigere Menschen stärker ausgeprägtere Stirnhöcker haben als weniger witzige Menschen, denn seine Theorie war, dass die Hirnregion, die für Witz zuständig ist, hier vorne liegt, die dann bei witzigen Menschen stärker ausgeprägt ist und damit auch deren Schädel mehr nach außen gestülpt ist. Ich glaube, ich habe eher wenig Witz. Übrigens, diese Idee, die Persönlichkeit eines Menschen anhand der Kopf- oder Gesichtsform ablesen zu wollen, ist nicht neu. Die gab es auch schon lange vor Gall, bekannt als Physiognomik. Aber durch Gall hatten Physiognomik-Fans dann plötzlich die Möglichkeit, ihrer Idee eine vermeintlich wissenschaftliche Basis zu geben. Denn Gall soll wie verrückt Daten gesammelt haben. Er sammelte menschliche und tierische Schädel, Büsten von berühmten oder berüchtigten Persönlichkeiten, las tausende von Biografien, untersuchte unzählige Totenmasken und so weiter und so fort. Doch bei allem Eifer war seine Methode nicht sehr wissenschaftlich, denn wenn man will, findet man leicht Zusammenhänge, wo eigentlich gar keine sind. Diese zwei Leute waren gemein zu mir und sie haben beide schmale Gesichter, das kann kein Zufall sein. Hat man diese Verbindung erstmal im Kopf, greift der Confirmation Bias. Wenn ich davon überzeugt bin, dass Menschen mit schmalem Gesicht gemein sind, dann fällt mir diese Verbindung im Alltag viel eher auf. Und wenn ich mal jemanden treffe, der ein schmales Gesicht hat, aber doch nicht gemein ist, dann fällt mir das entweder nicht auf oder ich tue es als Zufall ab oder ich rede mir dann ein, ja, so nett war die jetzt auch wieder nicht. Und doch legte Gall letztendlich einen Grundstein für die moderne Neurologie, denn er hatte grundsätzlich recht, dass verschiedene Eigenschaften in bestimmten Hirnregionen verortet sind. Mit modernen Labormethoden kann man das heute bestätigen. Zum Beispiel liegt das wichtigste Zentrum der Sprachproduktion im sogenannten Broca-Areal auf der linken Seite des Frontallappens. Wird diese Hirnregion beschädigt, zum Beispiel durch einen Schlaganfall,
kann man nicht mehr sprechen, aber kann Sprache meistens trotzdem noch verstehen. Allerdings erfüllt ein Hirnareal oft viele Funktionen gleichzeitig. Die Amygdala ist zum Beispiel unter anderem zuständig für emotionales Lernen und Gedächtnis, Verarbeitung von Belohnung und Strafe und, passend zum Thema, die Einschätzung, ob wir ein Gesicht vertrauenswürdig finden. Außerdem beruhen viele Eigenschaften auf dem Zusammenspiel mehrerer Hirnregionen. Und während Gall dem Kunstsinn eine bestimmte Hirnregion zuschrieb, wissen wir heute, dass beim kreativen Arbeiten mehrere Netzwerke verschiedener Hirnregionen aktiv sind. Und wenn man nach Unterschieden zwischen Künstlern und Nichtkünstlern schaut, dann findet man diese Unterschiede vor allem in den Verbindungen zwischen den Regionen in diesen Netzwerken. Franz Josef Galls Idee von so einem Schubladenhirn war also viel zu einfach gedacht. Aber vor allem ist diese ganze Vorstellung, Persönlichkeitseigenschaften von der Schädelform ablesen zu wollen, nachweislicher Murks. Es kommt zwar vor, dass das Volumen bestimmter Hirnregionen tatsächlich in Verbindung steht mit stärker ausgeprägten Eigenschaften. Zum Beispiel findet man bei Londoner Taxifahrern, die einen riesigen Stadtplan im Kopf haben, einen größeren hinteren Hippocampus als bei Londoner Busfahrern, die nur ihre Routen kennen müssen. Nur ohne einen Kernspintomographen kann man das nicht sehen. Also, es sei denn, man schneidet die Schädel von Taxifahrern und Busfahrern auf und vermisst ihr Gehirn. Ich will damit sagen, ihr werdet nicht von außen an der Schädelform einen Taxifahrer erkennen. Und falls doch noch Zweifel bestehen, in dieser Studie wurde explizit analysiert, gibt es einen Zusammenhang zwischen bestimmten Schädelhöckern und bestimmten Eigenschaften, wie sie von Gall und Co. postuliert wurden. Also sind jetzt Menschen mit ausgeprägteren Musikhöckern, wo auch immer die dann liegen, auch tatsächlich öfter Berufsmusiker und so weiter. Die Daten tausender MRTs wurden dazu ausgewertet, doch es waren keine derartigen Zusammenhänge zu sehen. Was nicht verwunderlich ist, denn das zweite Ergebnis dieser Studie war, es gibt praktisch keinen Zusammenhang zwischen Gehirnform und Schädelform. Diese ganze Schädellehre, die Franz Josef Gall eben Phrenologie nannte, ist ganz klar eine Pseudowissenschaft. Und eine ziemlich gefährliche noch dazu. Fangen wir mal mit etwas verhältnismäßig Harmlosen an. Im 19. Jahrhundert wurde Phrenologie angewendet, um anhand der Kopfform Treue von untreuen Ehemännern zu unterscheiden, was aus heutiger Sicht vielleicht noch amüsant scheint. Aber Phrenologie wurde in der Geschichte leider auch immer wieder benutzt, um Diskriminierung und Menschenverachtung wissenschaftlich zu rechtfertigen, indem man anders aussehenden Menschen schlechte Charaktereigenschaften zuschrieb, wie zum Beispiel Schwarzen während der Sklaverei in den USA oder Juden im Nationalsozialismus. Man wollte zum Beispiel Faulheit, Dummheit oder Boshaftigkeit an der Kopf- oder Gesichtsform ablesen. Der italienische Arzt und Kriminologe Cesare Lombroso bezog sich auf die Phrenologie, um vermeintlich geborenen Verbrechern ihre kriminelle Veranlagung am Gesicht abzulesen. Diese biokriminologische Idee wurde natürlich auch von den Nazis aufgegriffen, um ihre eigenen Verbrechen zu rechtfertigen. Vertrauenswürdigkeit am Gesicht ablesen zu wollen, ist also insgesamt eine ziemlich blöde Idee. Und genau deswegen haben die Autoren dieser Studie so starken Gegenwind erhalten. Wobei, ist das denn wirklich das, was sie gemacht haben? Schauen wir uns diese Studie mal genauer an. Die Technik, um die sich der Vertrauenswürdigkeit-Tomat hier dreht, ist ein Machine Learning-Algorithmus. Wie funktioniert das? Sagen wir, ich programmiere einen Algorithmus, der Fotos von Roborowski-Hamstern und Pfeifhasen unterscheiden kann. Beide sind Nagetiere, beide gehören zu meinen Lieblingstieren, aber Roborowski-Hamster sind zum Beispiel viel kleiner, was auf Fotos schwierig zu erkennen ist, aber sie sind auch viel runder, während Pfeifhasen, wenn sie pfeifen, sogar kurzfristig einen Hals bekommen. Wait for it. Bei Machine Learning füttere ich jetzt den Algorithmus mit Datensätzen, in denen er nach bestimmten Mustern sucht. Also der Algorithmus kann dann lernen, dass charakteristisch für einen Roborowski-Hamster ist, dass er eine runde Form hat und so weiter. Und nachdem er dann trainiert ist, kann ich ihm dann ein unbekanntes Foto von einem Robo oder einem Pfeifhasen geben und das kann er dann erkennen. Allerdings kann dabei auch einiges schieflaufen. Forscher der Uni Tübingen haben zum Beispiel einen Fischerkennungsalgorithmus analysiert und dabei festgestellt, dass der Algorithmus die Fischart Schleie hieran erkennt. Das sind menschliche Finger. Weil die Schleie ein beliebter Sportfisch ist und es deswegen von dem armen Fisch einfach sehr viele Fotos gibt, wo er von Anglern so gehalten wird. Sodass das charakteristische Merkmal wurde. Kurz gesagt, Machine Learning kann gut funktionieren, kann aber auch in die Hose gehen. Damit zurück zur Studie. Was war jetzt das Prinzip hinter diesem Vertrauenswürdigkeitometer? Die Forscher nahmen sich künstlich hergestellte Bilder von Gesichtern, die mal in einer anderen Studie von verschiedenen Leuten in ihrer Vertrauenswürdigkeit bewertet wurden. Diese Bilder zusammen mit ihren Bewertungen wurden dann einem Machine Learning Algorithmus
gefüttert und der sollte dann auch eben bestimmte Muster erkennen, zum Beispiel, dass ein Lächeln oder große Augen als besonders vertrauenswürdig bewertet werden. Und der trainierte Algorithmus sollte dann anschließend erkennen bei irgendeinem unbekannten Gesicht, wie vertrauenswürdig dieses Gesicht von den Teilnehmern bewertet werden würde. Das wendeten die Forscher nun an, und zwar auf gemalte historische Porträts von 1500 bis heute, über die der Algorithmus eben voraussagte, wie vertrauenswürdig sie jeweils bewertet werden würden. Und dabei kam raus, je neuer die Porträts, desto höher die empfundene Vertrauenswürdigkeit. Laut Algorithmus. Okay, aber was war jetzt daran so problematisch? Ist das jetzt Phrenologie? Genau genommen nicht, denn der Algorithmus misst ja gar nicht, wie vertrauenswürdig Leute sind, sondern nur, wie vertrauenswürdig sie wirken. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Trotzdem ist diese Studie problematisch, und zwar aus drei Gründen. Erstens, statistisch signifikant, aber unbedeutend. Die Frage ist, wie gut ist dieser Algorithmus eigentlich? Also wie gut ist er darin, die Bewertung von Gesichtern korrekt vorauszusagen? Seine Voraussagekraft war statistisch signifikant. Das klingt immer so überzeugend, aber statistisch signifikant heißt in der Stochastik erstmal nur, dass dieses Ergebnis höchstwahrscheinlich nicht zufällig war. Und dass das im Zweifelsfall gar nicht viel bedeuten muss, seht ihr selbst hier. Um diese Datenwolke zu finden, muss man ins Supplement, also den Anhang des Papers, schauen. Und das wundert mich nicht, denn das ist leider nicht so geil. Also nur, um sich das mal klar zu machen. Gesichter, die jetzt zum Beispiel von den Leuten mit Null, also als neutral bewertet wurden, erhielten vom Algorithmus eine komplette Range von -2 bis +2. Aber gehen wir meinetwegen mal davon aus, dass sich dieser Algorithmus noch verbessern könnte. Selbst dann bleibt eine fragwürdige Interpretation. Wieso haben die Forscher diesen Algorithmus überhaupt programmiert? Was war die Motivation hinter dieser Forschung? Verkauft wird das Ganze so. Wir können natürlich nicht in der Zeit zurückreisen und die Menschen von damals befragen, aber stattdessen können wir unseren Algorithmus befragen. Das klingt ja ganz cool, aber der Algorithmus gibt uns ja überhaupt keinen Einblick in die Wahrnehmung von damals, denn gefüttert ist er mit Daten von heute. Keine Ahnung, ob Menschen im 16. Jahrhundert Gesichter genauso bewertet hätten. Letztendlich hätte man bei dieser Studie genauso gut Menschen heute befragen können. Der Vorteil von einem Algorithmus ist nicht irgendwie quasi Zeitreisen, sondern nur, dass man größere Datenmengen schneller auswerten kann. Vorausgesetzt natürlich, es funktioniert. Außerdem lehnen sich die Forscher ziemlich weit aus dem Fenster mit ihrer historischen Interpretation. Sie meinen nämlich, dass Porträts immer vertrauenswürdiger scheinen, spiegele das wachsende Vertrauen in der Gesellschaft, die Demokratisierung und den wachsenden Lebensstandard wider. Ja, das müsste man mal von einem Kunsthistoriker checken lassen, aber ich hätte da noch andere plausible Interpretationsmöglichkeiten. Zum Beispiel ist bekannt, je attraktiver wir jemanden finden, desto mehr vertrauen wir dieser Person auch. Und diese Korrelation ist sehr stark. So viel zu Kim Kardashians hohen Score. Und da sich Schönheitsideale im Laufe der Zeit ändern, kann es sein, dass Porträts umso mehr unserem heutigen Schönheitsideal entsprechen, je neuer sie sind und deswegen auch zunehmend vertrauenswürdiger wirken. Also ich weiß nicht, mir scheint es, als wollten die Autoren dieser Studie eine große Story herbeischreiben, wo eigentlich gar keine ist. Und das passt leider auch zum dritten Punkt. Unsaubere Kommunikation. Nochmal, diese Studie betreibt keine Phrenologie oder Physiognomik. Der Algorithmus bewertet nicht anhand von Gesichtern, wie vertrauenswürdig Menschen tatsächlich sind, sondern nur, wie sie wirken. Aber eben dieser wichtige Unterschied wird im Titel und im Abstract, also in der Zusammenfassung, nicht deutlich. Nur wenn man sich die Methoden genau durchliest, checkt man, dass es sich hier um empfundene Vertrauenswürdigkeit handelt. Wenn man aber nur Titel und Abstract liest, was die meisten machen, klingt es so, als hätte man hier einen Algorithmus programmiert, der tatsächlich Vertrauenswürdigkeit am Gesicht erkennt. Das klingt natürlich auch viel aufregender. Und kein Wunder, dass Zeitungen wie The Sun begeistert drauf aufspringen und dieses Missverständnis dann auch noch einem breiten Publikum vermitteln. Und so, wie ich den Artikel hier verstehe, haben die Autoren der Studie tatsächlich mit The Sun zusammengearbeitet, um die Celebrity-Gesichter auszuwerten. Solange man nur das macht, ist ja alles noch irgendwie spaßig, aber wenn man auf dem Schirm hat, wie oft und vor allem wie böse Phrenologie und Physiognomik im Laufe der Geschichte benutzt wurden, um wissenschaftlich Diskriminierung zu rechtfertigen, können solche Späße natürlich gefährlich werden, wenn dieses Wissen an die falschen Leute gerät. Ich denke nicht, dass die Wissenschaftler dieser Studie das irgendwie böse meinten. Ich glaube, die wollten ihre Arbeit einfach so gut und aufregend wie möglich verkaufen und sind dabei leider so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Und wir können bei MyLab da vielleicht sogar ein bisschen mitfühlen, weil wir wissen, wie wichtig und schwierig es ist, Wissenschaft schmackhaft zu verpacken, damit die Leute einem zuhören. Aber natürlich
darf das nicht auf Kosten der Korrektheit gehen. Und da muss man auch als Wissenschaftler Verantwortung dafür übernehmen, dass die Arbeit nicht missverstanden wird. Aber das Wichtigste bei Wissenschaft ist ohnehin, dass sachliche Kritik auch wirklich ernst genommen wird. Und so hat die Redaktion des Journals, in dem diese Studie veröffentlicht wurde, inzwischen eine Notiz hinzugefügt, dass sie noch eine Auseinandersetzung mit der Kritik veröffentlichen werden. Also, es bleibt spannend. Unsere Keks-Empfehlungen gehen heute raus an die ohnehin kekswürdigen Kollegen von Simplicissimus. Die haben ein sehr gutes Video gemacht, in dem sie die Corona-Berichterstattung der Bild analysieren. Und für alle, die sich mehr für Machine Learning und künstliche Intelligenz interessieren, haben wir hier noch ein Video über Brain-Machine-Interfaces für euch. Wir sehen uns in 2 Wochen und bis dahin bleibt sicher.